Könnt ihr euch an Hart, aber fair erinnern, wo sie plötzlich mitten gegen Ende der Sendung diesen Ossertschuk eingeladen haben? Ja? Könnt ihr euch erinnern? Da haben sie einfach den Typen hier eingeladen bei Hart, aber fair, und der hat vor diesem Tarnnetz einfach so diese Rede auf Deutsch gehalten und hat uns erklärt, wie Sarah Wagenknecht falsch liegt und so weiter und so fort. Ja? Und vergessen wir nicht, die gesamte Show hat daraus bestanden, dass Sarah Wagenknecht eine Rechte ist in Wirklichkeit, weil ja lauter Rechte bei ihr auf der Demo sind und die das zutiefst verurteilen vom Öffentlich-Rechtlichen und die Grünen und sogar die FDP fragt, wie kann man sich nur von den Rechtsextremen nicht abgrenzen? Das ist einfach nicht normal, ja. Und dann kommt dieser Typ rein und es stellt sich heraus, dass dieser Dude einfach ein Fan von Bandera ist. Stellt sich heraus, dass dieser Typ direkt ein Fan von Stepan Bandera ist und nicht nur das, sondern er postet auch auf seinem Facebook-Profil solche Bandera-Dinger, die er scheinbar auf der Uniform hat oder irgendwer auf der Uniform hat. Das heißt, was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Form von Hart, aber fair Sarah Wagenknecht vorwerfen, dass sie sich nicht genug von Rechten distanziert und dann laden sie in ihre Show unironisch einfach einen Banderisten ein. Verstehst du? Das heißt, Klamroth lügt nicht nur, sondern hofiert auch Rechtsextreme. Ja, aber verstehst du, du wirfst Sarah Wagenknecht eine Querfront vor und dann lädst du einfach einen Dude ein, der Bandera feiert. Was gibt es dazu noch zu sagen? Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Das, was es dazu zu sagen gibt, ist einfach Doppelmoral. Ja? Übelste, übelste, übelste Doppelmoral. Ja? Und hier haben wir heute den Fritzi. Der Fritzi hat etwas ganz Tolles gesagt. Pass mal auf. Ja. Und wenn dann noch eine der Vertreterinnen aus Ihrer Fraktion so achselzuckend im deutschen Fernsehen sagt, naja, Vergewaltigungen, die gibt es halt so in jedem Krieg. Und dann auch noch auf beiden Seiten. Und dann noch auf beiden Seiten, meine Damen und Herren, dann ist das zynisch, menschenverachtend. Seht ihr, wie sie alle klatschen? Sie klatschen alle. Von Grün bis CDU. Alles die gleiche. Da, hier in der Mitte, ja. Hier in der Mitte ist der Neoliberalismus. Ja, hier ist die Linke, hier fängt der Neoliberalismus an und er geht die ganze Kurve bis rüber bis zur AfD. Ja. Alles Neoliberalismus. Ja. Der hört erst hier auf bei den Linken. Und nicht einmal hier, so wenn Katja Kipping hier sitzt, dann hört er hier auch nicht auf, dann geht er noch weiter. Ja. Aber so, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ja. Und er, den sie ja vorher einen Shitstorm gegen ihn gemacht haben, gegen den Fritzi, wo sie gesagt haben, oh, er hat kleine Paschas gesagt. Er hat kleine Paschas gesagt. Macht ihn fertig. Er hat kleine Paschas gesagt. Jetzt jubeln sie ihm alle zu, Mann. Jetzt klatschen sie alle. Gerade, dass sie nicht eine Standing Ovation machen. Weil sie sind einfach so, die sind einfach so geil darauf, einfach Sarah Wagenknecht fertig zu machen, weißt du? Ja, einfach so fucking geil und so, ja, Achselzucken sagt sie, ja, Vergewaltigungen, sie hat nicht Achselzucken gesagt, sondern der Punkt ist, warum sie überhaupt eine Friedensbewegung macht, ist, weil es eben Vergewaltigungen im Krieg gibt. Und die ganze Idee war, diese zu beenden. Ja? Aber er tut so, als würde sie das akzeptieren und sagen, ja, so ist Krieg nun mal. Und vor allem, das kommt vom Merz, hey. Das kommt vom Merz, das muss ich mir mal vorstellen. Mr. Privatflugzeug, ja. Von ihm kommt das ausgerechnet. Und die Grünen sind dabei und alle sind dabei. Und alle klatschen einfach, alle klatschen einfach. Ja. Das ist die Realität, Mann. Das ist die fucking Realität. Ja. Das ist, was sie da draußen machen. Einfach nur noch, einfach nur noch, einfach nur noch Heuchelei, einfach nur noch Manipulation, einfach nur noch Beschiss, Doppelmoral. Jo, das ist, wie das da draußen abläuft. Ja? Das ist, wie das da draußen abläuft. Aber wenn Wagenknecht eine eigene Partei hat, können sie sich eh brausen.